Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Ja, das ist schon einige Zeit her, das Interview habe ich hochgeladen. Wir sind jetzt kurz vor der Story-Mission hier. Und da werden wir jetzt einfach mal hinfliegen, hinrauchen, wie auch immer. Und das ist eine kleine Graffiti-Mission, die will ich auch mal euch zeigen, weil ich glaube, die habe ich noch nicht gezeigt, weil wir sowieso noch nicht dazu gekommen sind. So. Schablonenkunst. Köpfe werden rund oder Zwergenflucht. Wir sind. Also, das eine ist ein gutes Porträt, das andere böses. Wir nehmen das Gute. Dann muss man mit dem Controller hier ein bisschen schütteln und so. Das hatte man ja ganz am Anfang schon mal. Mit diesem großen Plakat von dem Bruder, von Reggie. Und ja. Jetzt werden wir diesen alten Mann hier sprayen. So. Und diesen älteren her. Sagt, weiter geht's. Ein bisschen die Stadt verschönern. In der Zeit benutze ich schon mal um mich zu entschuldigen, dass es so halt so lange nichts gekommen ist. Ja, ich hatte ein paar persönliche Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte. Ja. Und deswegen kam nichts. Und jetzt kommt wieder was, wie ihr seht. So. Wir müssen es nicht abbrechen, dann ist es bereits fertig. Wäre dumm, es jetzt abzubrechen. Spraydose in der Hand, verschönert jede Wand. So ist es. Abgeschlossen. So, Mission. Direkt vor der Space Needle. Spießrutenlauf. Okay, Reg, ich bin hier und du hattest recht. An der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas, das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Needle. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein, 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 nein. Mach keinen Quatsch. Hey Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Genau, er macht schon Quatsch. Schön hier. So. Hochklettern. An dem DUP-Zeugs. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein... Ich hab's dir ja gesagt, hören, Reg. Ich will nur... eine Antwort. Wow. Das war knapp. Haben die DOPs die Dinger nicht lahmgelegt? So, und für alle, die das... immer noch nicht durchhaben... Hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Die DOP-Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Verstanden. Treib's nicht zu weit. Und nächstes Mal, lüg mich nicht an, okay? Vertrau deinem Bruder etwas mehr, ja? Oh, nein. Übrigens, Betty lässt dich schön grüßen. Was? Wann hast du mit ihr geredet? Vorhin. Am Telefon. Und das sagst du mir erst jetzt? Ich hatte zu tun. So, bevor noch eine Unterbrechung kommt, das ist übrigens die einzige Möglichkeit, wie man die Space Needle hochklettern kann. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Screenshots oder so mit der PS4 machen wollt, dann müsst ihr es während dieser Mission machen, weil ihr kommt dann nie wieder hoch. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe es selber versucht, es geht nicht. Also, man gibt auch im Internet Videos. Dazu, man kann da nur mit ein paar Glitches hoch und dann sieht es auch nicht so wunderlich schön aus. Nur so als Vorwarnung für alle, die dieses Spiel. Drin ist das ja noch hässlicher. Das werde ich schön wegpusten. Hallo, hier ist Betty. Wo steckst du? Oh, hi Betty. Ich bin an der Space Needle. Oh, na, dort melde ich mich später. Bring mir eine Postkarte mit. Okay, wenn der Souvenirladen auf hat. Tschüss, Betty. Mach's gut, Schatz. Was für eine Wohltat für meine Augen. Und hoch. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Fühl dich nicht so sicher. Ja, sollten auch nicht, denn dann sind schon die Nächsten. Ups. Ich kann fliegen. Und ich puste euch weg. So. Ja, ja. Komm, gib auf. Ach ja, stimmt, wenn diese Fähigkeit, wenn man den Kopf trifft.
treffen, dann fangen wir an zu husten und ja, du gibst von einer auf. Weiter nach oben. Mach weiter, du bist fast oben. Da ist der Aufzug. Aufzug, ja, der Lüftungsschacht. Okay, dann steche ich der Nadel mal das Auge aus. Und das hier hält wohl alles zusammen. Was? Henker! Dich kenne ich ja noch gar nicht. Ja. Rage, Mann. So. Wir haben hier oben eine Armee. Gut. Bist du da ja richtig? Oder die wollen bloß nicht, dass jemand mit ihrem Zeug spielt. Konzentrier dich, Nelson. Siehst du eine Chance, die Kommunikation lahmzulegen? Naja, da ist so eine Ankerwinde. Die scheint alle Antennen zu halten. Untersuch dieses Geräusch. So, jetzt haben wir eine neue Gegnerart hier. Oh, nämlich die, die auch noch mehr Kräfte haben. Ja, du bist schön hingeflogen. Nope. Aber die kann man ziemlich einfach. Also, man kann. Ich habe keinen Rauch mehr. Zum Glück sind die überall diese Schächte. Boom. Ups. Man kann den relativ gut ausweichen. Das Problem ist nur, die zu erwischen, weil die immer hinter einem Steinschild sind. So. Ja, und die schützen auch noch andere. Das ist mega nervig. Bam. 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 Manchmal den aufgeladenen Schuss. Zieht dann ein bisschen mehr. Mein Gott. Ich brauche auch. Das auch. Na, voll fail. Zack. Links. Ich hasse das. Zack. Ich kann nochmal eben hier. Feind besiegt. Nope. Mich kriegst du nicht. Wir haben den Bioterroristen wiedergefunden. Ja, wiedergefunden. Ich bin die ganze Zeit hier auf der Space Needle, aber auch gut. Bam. So. Zerstören sie. Klappt irgendwie nicht. Ich glaube, so wird das nichts. Neue Kräfte haben noch niemals geschadet. So. Zum Glück ist hier ein Kernrelais. Oh, mir geht der Rauch aus. Und da schnappen wir uns erstmal unsere nächste Kraft. Absolut fantastisch! Ja, jetzt haben wir unsere ultimative Fähigkeit erlernt. Und? Gar nicht so schlimm. So. Dazu müssen wir nämlich erstmal unsere Karma-Anzeige füllen. So. Und damit können wir jetzt den Orbit-Sturzflug ausführen. Ich will schon orbital sagen, oder? Na egal. Machen wir das einfach mal. Und los geht's! Sieht unglaublich cool aus, finde ich. Muss ich noch ein bisschen steuern. Bam! Science Center District. Kontakt verlor. Hört ihr mich? Ich empfange gar nichts. Du? Nichts außerhalb unseres Gebietes. Yeah, Reg! Los! Suchen uns ein paar oberste Conduits und holen uns neue Kräfte. Die Straßen gehören uns! Krieg dich ein. Ein paar Straßen in unmittelbarem Umkreis, okay? Das DUP kontrolliert noch 98%. Wir haben sie von der Space Needle gekickt, Mann. Ihr Kommunikationszentrum ist zerstört, okay? Sie sind vielleicht taub, aber nicht blöd. Das DUP komplett aus Seattle zu vertreiben, braucht Zeit. Wir sind gerade angekommen. Na, du weißt doch, was man sagt. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen abgefahrenen Tag. Wer sagt das? Die Chinesen? So, jetzt können wir uns ein Zeichen aussuchen. Das ist eigentlich, das hat keine Auswirkung. Keine Ahnung, wir nehmen einfach mal das hier. Hey Reg, siehst du das von da unten? Ha, machst du Witze? Das kann man auch in Portland sehen. Das DUP soll wissen, dass ich hier bin. Wer zum Teufel ist das? Der war nicht bei den dreien, die geflohen sind. Tja. Mission abgeschlossen. Spießrutenlauf. 2 Upgrades verfügbar. Cool, aber
Was bedeutet dieses Symbol? Weiß nicht. Der Bannermann war schon weg, bevor die DUP-Verstärkung kam. Dalton, ich habe mich nach den entflohenen Bioterroristen umgehört. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Was zum Henker redest du da? Die Leute hier nennen mich Bannermann. Und das klingt ja wohl echt mehr als lahm. Ist vielleicht nicht die beste Idee, dich jetzt an der Space Needle rumzutreiben? Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ oder nur der Raucher? Hör zu. Ich versuche weiter, die entflohenen Bioterroristen zu finden. Leg du doch da noch ein paar DUP-Operationen lahm, bis ich mich wieder melde. Seattle von Besatzung befreien. So. Alle möglichen Möglichkeiten. Alle möglichen Möglichkeiten, ja, das gibt es. Die DUP hier zu vertreiben. Allein durch Scherben sammeln oder sonstiges. Ja. Ups. Durch so sämtliche Nebenmissionen. Und genau die hier sollen wir jetzt erstmal machen. Und damit wir in diesem Umkreis hier unsere Nebenmission freischalten können, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal diese Station hier ein und fangen mit dieser dummen Kamera an. So. Sperrzone, who cares? Bam! So. Da drüben sind die Blödmänner. Und ich glaube, doch, ich habe noch Rauch. Hä? Hier unten auch? Hier da unten auch! Könnt ihr haben? Bam! Warum seid ihr tot? Ich habe nur diese Granate. Hey, ganz ruhig, ich will nur ein bisschen Rauch haben. Boah, geht hier mir auf den Sack. Und wo? Zack, dann kriegst du halt so eins mit der Kette aufs Maul. Hier ist immer noch Rauch drauf. So. Und von wo schießt ihr jetzt? Ach, keine Ahnung. Wir werden einfach mal hier nach unten gehen. Ist auch kein Schwein, hä? Doch, da ist einer. Sogar zwei. Bam. Auch immer schön die ganze Einrichtung hier zerstören. So, du ergibst dich. Das ist besser so für dich. Du springst nicht davon. Das habe ich schon im zweiten Teil gehasst, wenn die... Na! Ja, wenn du wegspringst. Oh, den treffe ich noch nicht mal mit dem... Alter! Wo fliegst du eigentlich immer hin? Das habe ich schon im zweiten Teil gehasst, wenn die immer mit dem Eis weggesprungen sind. Ich meine, man konnte das auf gut, konnte man das später selber, aber... Trotzdem war das nervig. Ja, Aschegeschoss, das weiß ich selber. Du ergibst dich. Auch gut. Das Ding reißen wir einfach mal ein. Nein! Noch, komm. So, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Raucherpause. Raucherpause. Oh, Sprüche sind auch so genial. Wir sind jetzt, Wächter. Und wir sind wieder dem Held einen Schritt näher gekommen. So, und einer ist da jetzt noch, aber auf den scheiße ich jetzt gerade mal. So. Seitenteile abmachen, kaputt machen. So. Und hier auch. Oh, mein Gott, so schlecht war jetzt gerade. Oh, komm schon. Das müsste reichen. Perfekt. Hoch damit. Und draufhauen. Zack. So. Und wir stehen halb in der Luft. Naja, wir können das halt, ne? Wir sind ein Konduit. Mobile DUP-Kommandozentrale Seattle, Nebenmission verfügbar. Explosionsschirm angezeigt, Seattle Respawn. Punkt Gedöns. Gedöns, Frank schaltet Gedöns. Gedöns ist immer gut. So. Jetzt können wir hier noch die Scherben einsammeln. Beziehungsweise das machen wir dann in der nächsten Folge, weil jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich sag bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.